Herzlich willkommen zur nächsten Folge NHL 16 Ultimate Team mit mir, dem Daniel bzw. dem Diddy. Und ihr seht es vielleicht schon, wir haben hier einen Online-Gegner gefunden. Ich habe mal wieder gesucht und endlich geht es wieder. Also, Liga 5 geht weiter. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, wir haben einen Sieg, eine Niederlage. Soll uns aber hier nicht dran hindern, irgendwie voreingestellt in diese Partie zu gehen. Wir lassen uns überraschen, welchen Gegner wir kriegen, wie gut er ist, was für Spiel er hat und wie gut wir spielen werden. Offline hat es ja so ein bisschen geklappt. Vielleicht können wir das ja hier auch in den Online-Modus übersetzen. Zu Hause hier auf jeden Fall im Madison Square Garden am Broadway, New York. Rangerstown bei den Blue Shirts. Was soll es jetzt gewesen sein? Gaborik, Wheeler und Dupuis. In echt ja, glaube ich, aufgehört, nachdem er letztes Jahr verletzt war. Ich glaube, was war das? Blut in der Lunge oder so? Schlimme Verletzung, musste jetzt aufhören. Ärgerlich, aber guter Spieler. Viel erlebt. So, Chris Kreider, Stepan, Kreider, Stepan, in die Mitte. Oh, kriegt nicht Tarasenko, doch. Aber der Fehlpass, Girardi erstmal halten. Ja, ja, renn du da ruhig hin. Der Pass kommt trotzdem an. Tarasenko, oh, Stepan, hat ihn. Oh, und dann nimmt er uns den Puck wieder ab. Chris Letang, Letang. So, schade, erst schön den Schläger hochgehoben. Dann kam aber Blake Wheeler, den hatten wir ja auch mal. Oh, da kommt der Schuss. Und Ben Bishop mit dem ersten Save. So, den dürfen wir nicht in die Mitte lassen. Schön, Girardi, Yandel. Oh, Tarasenko. Oh, der kommt auch nicht an. Schade. So, jetzt Kreider. Vorne wieder Stepan. Er rennt gut in diesem Spiel. Bisher. Auch wenn es noch jung ist. Und direkt mit zurück. Komm. Da muss jetzt aufpassen. Orpik auch hinten. Brooks Orpik. Nicht Brent Orpik. Das haben wir in der letzten Folge gelernt. So, Milan Lucic. Lucic. Probieren. Ah, oh, na, das war nicht. Nicht gut genug. Und Shattenkirk hat er. Ist das nicht sogar eine 87 oder 88 von den St. Louis Blues? Da hat er ja einen ganz guten Spieler hier. Henrik Sedin, auch solider Spieler, aber da in dem Kaliber haben wir auch unsere Spieler. So, Sean Monahan. Oh, kriegt den Check. Da wollte ich eigentlich noch ausweichen. Voracek hat er auch. So, den Passweg haben wir gut blockiert. Oh, Pick wird auch gecheckt. Simmons hat ihn. Jetzt rüber. Monahan und Luongo. Oh, nein, das hätten wir nutzen können. Gibt uns den direkt auf die Kelle. Aber da haben wir eine Bewegung zu viel gemacht. Gibt das ein Icing? Müsste eigentlich. Brooks Orpik als erstes über die Hashmarks. Oh, die Stadium Series Trikots hat er da an. Die schwarzen der Chicago Blackhawks. Weiter geht's. 0-0. Ordentliches Spiel. Hinten nicht viel anbrennen lassen. Vorne leider die Chancen noch nicht genutzt. Schön. Oh, den haben wir nicht. Jetzt aber. Ah, auch nicht im Nachhaken. Jetzt. Hägelin, Brassard und wieder rein. Komm. Einmal zurücklegen. Zuccarello, Hägelin. Ah, nicht nochmal. Zu kompliziert. Simmons hat er auch. Brassard. Na, komm nicht gegen. Jamerson aufpassen. Und Bishop mit dem Save. Seabrook raus auf Zuccarello. Jetzt renn. Komm. Zieh ihn weg. Probier's. Oh, oh. Hüpf. Seht das? Na! Er hat mich gecheckt und war vielleicht sogar ein Eigentor. Schauen wir mal, ob das zählt. Ich bin auch reingerannt, das muss ich zugeben. Ja, doch. Ich glaube, ich war, bevor der Verteidiger kam, am Goalie dran. Es wäre glücklich und auch vielleicht ungerechtfertigt, wenn das zählen würde. Schiri hat sofort abgewunken. Spiel hat sich geärgert, auch Shattenkirk hat sich geärgert. Ja, und es geht direkt weiter mit Bulli. 0-0 also, schade. Hätte uns der Verteidiger da reingecheckt, hätten wir noch drüber reden können, ob das vielleicht hätte zählen dürfen, aber so ist das, denke ich, schon regelkonform, dass uns hier das Tor nicht zugesprochen wird. Schön von Girardi, aber Thornton spielt ihn leider wieder ganz zurück. Ich wollte zwar zurückspielen, aber nicht so weit. So, oh, Thornton, was los? Bisschen Puckkontrolle hier. So, schön rübergelegt. Kucherov. Oh, ne! Haut er den oben drüber, der Pass. Ah, kommt nicht an. Und da gibt's gleich die Strafe. Gegen Joe Thornton. War nicht sein Shift. Auch wenn er den eben gut vorgelegt hat. Zwei nicht so schöne Aktionen, dann noch die Strafe geholt. Naja. Wollen wir das mal so hinnehmen? Müssen wir ja auch. So, Keith Yandel gegen da. Schön. Jetzt berührt ihn nochmal. Der spielt gleich in die Mitte. Zu einfach. Und da wird die Strafe ausgesprochen. 2 Minuten Powerplay für unseren Gegner. Für Sepp. Ja, schön geholt. Sean Monahan. Und raus. Schade eigentlich. Da vorne die Aktion, die war echt gut. Hätte gern was draus werden können. Und jetzt müssen wir hinten aufpassen. Jakub Voracek. Dreh dich um, Monahan. Renn. Ah, der Schuss von Kucherov. So haben wir schon oft einen reingekriegt. Ist ja das Standardtor in NHL 16. So oben reinschlenzen. Aber gerade mit Kucherov halt haben wir schon oft einen reingekriegt, der kann gut schießen, aber hat leider drüber geschossen. Oh, 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 Hinder. Nicht noch ins Kurzeck einen reinmachen lassen. Bishop auf Kreider.
Und auch den erstmal raus, auch wenn da direkt der Verteidiger steht. So, schön nochmal abgelenkt von Chris Kreider. Girardi holt ihn sich in einer schönen Bewegung und schießt Kreider im eigenen Drittel an. Den hätten wir rausbringen sollen. Nochmal gegen. Ja, wenigstens in der Ecke behindert, auch wenn er den noch hat. So, da sind wir wieder komplett, aber der Pass kommt und wunderschön. Ben Bishop mit dem Pad außen dran. Na, zu einfach, da geht auch keiner hin. Von der CPU oder so. Die stehen. Ich kann nur ein Spieler sein. Hier, guck mal. Die stehen und er kann da rumkreisen. So, Girardi, komm, bist nicht der Schnellste. Auf Joe Thornton. Ja, ja, da wird ihm der Puck abgenommen. Kann ihn sich auch nicht wiederholen. Ey, der hat mich da blockiert, da konnte ich nicht zurückrennen. Abseits, jawohl. Bishop auch nur mit einer weißen Weste, aber leider auch Roberto Longo auf der anderen Seite. Wenn auch knapp, aber gerechtfertigt halt. So wie wir es auch in der Wiederholung schon vermutet hatten. So, Wayne Simmons, Hamilton mit hinterher. Ah, da darf der Pass nicht kommen. Und vor allem nicht der Schuss. Schön geblockt. Und den haben wir sogar. Brassard. Hamilton zu Carello. Zusammen mit Hägelin jetzt. Oh, was ein Pass. Der kommt noch. Na, schade. Kommt nicht durch. Fast aber. Kunitz. Ja, schöner Check. Weiter hinterher. Da kommt einer Mitte. Nein! Oh, Glück gehabt. Kurz vor Drittelschluss hier noch die große Chance. Jetzt nochmal schön geblockt. Hamilton nach außen. Zum Schluss vielleicht glücklich 0-0. Aber ich denke, wenn man das gesamte erste Drittel betrachtet, ist das schon ein ordentliches Ergebnis. Und es ist auf keinen Fall ein unspannendes Spiel. Also es ist echt... Noch ist es packend. Mal gucken, was das zweite Drittel hier für uns bringt. Geht direkt los. Derek Stepan gegen Pascal Dupuis. Barry hinten. Ah, schade. Stepan verpasst den Check. War relativ riskant und offensiv. Bishop das nächste Mal bitte ein bisschen sicherer. So, Stepan schön um den Verteidiger rum. Auf Kreider. Aber der konnte ihn nicht weiterleiten. Holt ihn sich aber wieder. Wenn auch nur kurz. Aufpassen hinten. Tarasenko, mach mit. Jawohl. Schön draußen halten. Oh, zu einfach rein. Direkt um zwei drumrum. Janin mit hinterher. Da kommt er in die Mitte. Oh, dann haben wir Glück gehabt. Das war, glaube ich, die Latte. Naja, das Gegenstück hatte Kucherov ja für uns schon im ersten Drittel. So, schauen wir mal hin. Schade, wieder kein Bulli gewinnen. Sind wir nicht so dominant? So, schön Monin. Weiter hinterher. Ah, schade. Einfach nachsetzen. Irgendwann geht er rein und zählt. So, jawohl, Monin. Zieh an. Die Verteidiger sind schon hin. Du hilfst. Oh, oh. Und Bishop. Direkt auf Orpik. Und weiter geht's. Lucic in die Mitte. Monin, wenn auch mit Glück. Und da kommt wieder keiner. Das zweite Mal jetzt. Sonst kommt immer einer über die Seite mitgelaufen. So, schöner Check. Monin, den holst du. Selbst probieren. Oh, da wird er aber auch hart gecheckt. Und aufpassen. Lucic mit hinten. Oh, das gibt sogar noch Beinstellen jetzt, oder was? Da hatte ich ja während des Passes gespitzelt. Oh, oh, oh. Schön, Bishop. Die hat er heute. Die Querpässe bisher noch nicht reingegangen und die zweite Unterzahl folgt hier. Ärgerliches Beinstellen. Da wollte ich den Passweg unterbrechen. Da kam er aber an den Puck und hat sich dann direkt fallen lassen. So, Foligno. In die Mitte. Hier, guck mal. Da provozieren wir direkt die Gegenstrafe. 4 gegen 4 und dann noch 20 Sekunden Überzahl. Immerhin. Ist jetzt nicht die Welt, aber besser als eine Unterzahl. So, schön geholt. Zack, zack, zack. Oh, schade, komme ich durch. So, ein paar kurze Pässe. Wirken manchmal mehr als ein guter Trick. Und dann kommt die nächste Beinstellstrafe. Jetzt sind wir wieder in so einer Phase, wo einfach alles klappt für Schiri. Naja, 4 gegen 3 ist eigentlich noch blöder jetzt. Vielleicht können wir nochmal was provozieren und erstmal blocken hier. Schön, Joe Thornton. Komm. Die Unterzahl ist dein. No, oh, oh. Nicht so schlänzen lassen. Bishop. Eigentlich wollte ich gerade sagen, festhalten. Hätten wir auch mal lieber machen sollen. Oh, der kommt durch. Aber Bishop wieder mit dem Safe. Thornton über außen auch geblockt. Und wir bleiben hinten stehen. No, nicht schießen lassen. Fast noch blockieren können. Aber er konnte doch schießen. Jetzt wieder Bishop mit dem Safe. Nochmal Bishop. Oh, der ist... Jetzt können wir sagen, er hält uns hier die Null noch fest. Und demnächst sollten wir das wirklich mal einfach festhalten hier. So, Thornton. Lucic. Foligno. Ja, wieder auf Lucic. Gar nicht mal so schlecht. Nochmal, ja. Ah, der will nicht durch. War aber auch nicht ganz gut Five-Hole. So, einmal hinten rum. Ah, kommt nicht an. Holen wir uns. Auch nicht. Schade. Jawohl, Seabrook. Probier's. Oh, lass den Hammer raus. Und da wollte Lucic den noch durchschummeln. Schade. Girardi. Jawohl, riskant. Und hat ihn kurz behindert, ist wieder hinten. Jawohl, und der sitzt. So, Seabrook, ihm wird da... Der Puck vom eigenen Spieler weggespitzelt. Girardi raus auf Zuccarello. Da kommt Chris Letang von der Bank. Da ist Zuccarello vorbei. Ah, und da bleibt der Puck liegen. Ärgerlich. So, Jenne, komm. Na, ah, verpasst. Und Girardi hinten. Den hast du. Jawohl.
Oh, und Bishop. So, Girardi einmal rum. Brissard, Zuccarello und raus auf Seabrook. So, den spielen wir jetzt mal tief. Zack, der geht hinter das Tor und wir gehen hinterher. So, da ist nämlich der Check. Und jetzt haben wir den nicht. Oh. Schade, so einen müssen wir dann haben nach so einem Check. Oh, Stepan lässt sich auch ausgucken. Wir dürfen uns jetzt nicht immer so ausgucken lassen. Und er überrennt uns hier einfach. Oh, Glück, dass der nicht durchgeflutscht ist. Das hatten wir schon ein paar Mal. So, Seabrook, schön auf Stepan. Der ist jetzt noch frisch. Zack. Oh, und der bleibt wieder liegen. Ah, der muss nur mal durchkommen. Und dann müssen wir das 1 gegen 1 mal ausnutzen. So, Jalmassen. Oh, Giordano ist da. Na, ja, den haben wir auch gut behindert. Leider kein Abseits. Na, nochmal gegengekommen. Aber halt nicht endgültig. Oh, oh. Gleich halten wir den wirklich fest. Versprochen. Oh, oh, oh. Seabrook. Ja, versprochen. Habt ihr gesehen? Egal, weiter geht's. So. Stepan. Kreider. Schön. Abgeschirmt. Oh, und dann selber nach außen gegangen. Ärgerlich. Oh, da gehen wir mit. Oh, zu viele. Nein! Oh. Zählt das? Ich glaube, das zählt sogar. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben uns den selber eigentlich reingemacht. Oder? Ah, da ist er gegen den Goalie. Das zählt nicht. Pass auf. Wenn wir da mit Thornton nicht so hingerutscht, weiß ich nicht, ob der überhaupt reingegangen wäre. Das war sehr unglücklich von uns. Aber er ist auch gegen den Goalie gerannt. Also, ich möchte bitte hier das zweite Tor, was in diesem Spiel nicht gegeben wird. Jawohl. Immer noch 0-0. Na also, 16-7 Schüsse für ihn. Also wir haben echt Glück gehabt. Das zweite Drittel war überhaupt nicht unsers. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da liegt das erste Drittel schon deutlich besser, wie ich finde. Das geht auf Dauer nicht gut. Das hätten wir uns selbst zuzuschreiben. So, Hägelin. Oh, kommt wieder nicht raus. Aber hinten die Verteidiger, ganz ehrlich, die rennen auch jedes Mal oder bleiben stehen oder rennen halt so nach vorne. Wenn ich die übernehme, ich muss die erstmal richtig nach hinten kriegen. Oh, hier, da ist er gleich drin. Ey, das war ja wieder eine Aktion. So, Jandl. Oh, Jandl. Nochmal. Hägelin. Jawohl, immerhin jetzt mal rausgebracht. Matt Zuccarello. Oh, kann ihn wieder nicht aussteigen lassen. Wir dürfen doch nicht immer alles so alleine machen. Wir müssen uns vorne mal festsetzen und schöne Pässe spielen, dass wir den nochmal reinmachen. Wir haben den Puck ja immer nur für 5 Sekunden. Versuchen zu schießen und dann ist er weg. Und jetzt ist das dritte vorbei. Bishop nochmal. Wenn auch knapp mit dem Save. Und ich würde sagen, Ben Bishop ist ja der Mann des Spiels für uns. Denn nur durch ihn sind wir noch so im Spiel, wie wir es jetzt sind, 0-0. Und jetzt muss unsere Offensive mal wieder ein bisschen in Gang kommen und vor allem auch die Defensive. Hinten ein bisschen aufpassen. So, aufpassen. Ja, da geht's schon gut los. Die Offensive hilft hinten mit. Tarasenko, so jetzt step hinterher. Das ist deiner da außen. Komm. Ja, egal. Jetzt haben wir in der Mitte die nächsten Spieler und Bishop mit dem nächsten Save. Schön den Schläger hochgehoben, Jandl. Stepan, Jandl und Tarasenko nach vorne. Ah, oh, ärgerlich. Letang vor Chris Kreider da gewesen. So, Girardi, komm. Ja, weiter. Ah, Letang hat ihn. Den dürfen wir auch nicht schießen lassen. Schön blockiert. Girardi raus auf Tarasenko und jetzt geht's los. Komm. Zieh, da kommt er. Stepan, oh, beide nicht. Haben die sich da sogar gegenseitig behindert? Ich weiß es nicht. Hinten aufpassen. Girardi und Jandl sind da. Unsere Top-Verteidiger-Reihe. Da kommt der Schuss drüber, zum Glück. So, jetzt Stepan. Ja, einmal abdrehen, sicher halten. Chris, Kreider, Stepan. Und jetzt wird langsam auch nebenbei gewechselt. Komm, holen wir. Abseits, ja, immerhin. Dann können wir wenigstens in Ruhe wechseln, ohne irgendwelche Fehler. So, Sean Monahan, komm. Mal einen Bulli-Gewinn jetzt. Na, wieder nicht. So, Lucic. Oh, der kommt sogar rüber da. Henrik Sedin. Kriegt den Check, aber leider auch den Puck. Also immer wieder, wir checken, aber kriegen den Puck danach nicht. Das verwundert mich. Aufpassen. Oh, ich. Und dann durch sowas. Ich dachte, er hat ihn noch. Ich drück dann Pass. Also Spielerwechsel. Und dann legen wir ihm den genau von Fuß und Jakub Voracek. Mit dem 1-0. Ah, das ist jetzt frustrierend. Das hätten wir uns sparen können. Aber naja. Hätte er lieber eins von den anderen reinmachen können. Anstatt jetzt so ein Tor. Gut, kann er selbst nichts zu. War ja unser Fehler. Würde er sich jetzt selbst freuen. Oh, und da gibt's die nächste Strafe. Ärgerlich. Mann. Also liegt das irgendwie an der Verbindung, wenn man online spielt oder so? Also offline habe ich zwar auch die meisten Strafen, die ich kriege, beiden Stellen. Aber es sind halt nicht so viele. Das ist der Unterschied. Hier, das ist ja, habt ihr ja vorhin gesehen. Innerhalb von einer Minute kamen auf einmal für beide Mannschaften irgendwie da drei beiden Stellen Strafen insgesamt. So, wir halten den jetzt. Ja, immer wenn ich sage. So, zurück, Monahan. Komm, renn. Der zieht nicht in die Mitte. Oh, vielleicht doch. So, hier, nicht endgültig. Monahan, Jalmassen. Na komm, einmal noch raus.
Danach müssen wir dann auch langsam nach vorne, weil die Zeit tickt jetzt nicht mehr auf unserer Seite. So, aber das sind auch so knappe Spiele. Ich kann mich noch daran erinnern, in Liga 5. Hier, was sind jetzt? Ist er noch da? Ich weiß es nicht. In Liga 5 immer so knappe Spiele verloren und dann letztendlich, auch wenn es immer knapp war, halt abgestiegen. So, Girardi. Oh, schade. Blocker safe. Jalmassen. Thornton rüber. Ah, kommt nicht. Oh, und beide da vorne festgehalten. So, Nick Foligno, Gegner. Oh, und Girardi trabt da hinten rum. Na, egal. Das ist hier gerade 4 gegen 2 und die können alles machen hier. Bishop. Jawohl. Das war gerade viel zu einfach. So, vierte Reihe, die harmoniert wenigstens richtig gut. Die Ex-Rangers-Reihe. So, was hat er denn jetzt? Muss er kurz was erledigen. Er ist nämlich so AFK gerade. So, weiter geht's. Gucken wir uns da eben noch einmal Luongo an und weiter geht's. Derek Brissard am Bullypunkt. Jawohl, gewonnen. Und los, Opik, weiter. Heben hoch. Heben hoch. Heben hoch. Oh, oh. Bishop mit dem Safe, sehr gut. Orpik. Und los geht's. Zuccarello. Drüben Hegelin. Komm. Das weißt du doch. Oh, und dann beim Trick schon wieder. Glück für ihn. Pech für uns. So, weiter, Brissard. Komm. Nach vorne direkt. Zack, wir müssen jetzt irgendwie probieren, hier durchzukommen. Hegelin. Nein, Außennetz, glaube ich. Pfosten war es nicht ganz. Auch so ein Vorbeilegen, das wäre jetzt nochmal schön. So, aufpassen. Voracek. Oh, der Schuss. Geht einmal ganz rum, aber Giordano holt ihn sich direkt wieder. Die Zeit tickt jetzt natürlich für ihn. Und dann müssen wir ihn von abhalten. Er hält den Puck hier mit einem Spieler immer sehr, sehr lange. Voracek hinten, Myers und Bishop mit dem Save. So, aber gut, beim Tor, das müssen wir uns auf die Kappe schreiben. Da kann ich jetzt nicht sagen, Bishop ist schuld. Oh, hier. Lux. Ja, und jetzt. Voracek mit dem 2:0 hat er immerhin noch ein berechtigtes Tor geschossen. Beziehungsweise eins, was er sich auch selbst verdient hat. War ärgerlich, dass wir da wieder nicht dran gekommen sind, aber naja. Irgendwie ist alles immer ärgerlich, aber letztendlich doch nicht gut für uns. Und wenn wir die Liga 5 überstehen wollen, müssen wir uns da noch ein bisschen steigern. Aber ich sehe ja noch gar nicht so schwarz. Das ist ja alles noch machbar. Das sind die ersten drei Spiele, eins konnten wir davon immerhin gewinnen. Auch dieses ist nicht ganz abgeschrieben, aber wenn man ehrlich ist, naja, jetzt noch zwei Tore, wir haben das ganze Spiel schon ganz geschossen. Wenn es jetzt 6-4 steht, dann ist das ganz anders. Oh, hier. Komm hier, jetzt. Jetzt können wir nochmal. Gegner. Will er nicht. So, dann drück. Checks 11:8 für uns. Jetzt will er. Egal. Los, Derek Stepan. Schön gewonnen. Jamerson Stepan. Oh, schön über außen, schöne Bewegung. Oh, und verliert ihn wieder. Er hat aber auch Top-Verteidiger da hinten. Und dann natürlich mit Voracek vorne, da kannst du dann auch schön mal treffen. So, Stepan. Oh, den wollte ich da liegen lassen und der kommt ja wieder noch dran. Der zieht einem dann noch immer weg. Und bis die Verteidiger sich gedreht haben, dauert das auch mal eine halbe Ewigkeit. So, jetzt Jalmassen. Oh, riskant. Aber raus auf Wladimir Tarasenko. Wer, wenn nicht er? Der Pass. Oh, Kreider. Tarasenko, Stepan. Ja, einer muss. Wenn keiner treffen will und schießt, dann klappt das ja auch nicht. Kreider. Stepan. Rüber. Oh, passt. Ja, Tarasenko. Holen, holen, holen. Schießen. Will auch nicht. Den spielt er. Ja, und die nächste Strafe. Beinstellen, was auch sonst. Schade. Da hätten wir da eben getroffen, wäre es nochmal knapp geworden. Aber da haben wir uns auch teilweise wieder selbst verscherzt. So, Chris Kreider. Gewinnt nicht. Der Schuss. Bishop mit dem Save. Wenn auch spät. Garrick. So, und fürs nächste Spiel nehmen wir uns mal vor, hier die Pucks festzuhalten, ja? Das geht ja so nicht. Bishop mit dem nächsten Save. Jendelelel. Hat ihn. So, Chris Kreider. Chris Kreider. Ja. Oh, wieder oben vorbei. So ein listiger Rückhandschuss oben in den Winkel kann auch mal ganz gut aussehen. Hat auch schon ein paar Mal geklappt. So, Chris Kreider damit hinterher. Als Stürmer. Jendel hinten gegen, kriegt ihn nicht. Oh, da wollte er von hinterm Tor wieder Bauerntrick machen, war. Orpik, so, wer geht da? Sean Monahan. Komm, lass ihn aussteigen, nochmal. Na, einer zu viel. Aber ansonsten wären wir da, glaube ich, auch nicht gut vorbeigekommen. Also, er zieht uns hier als Stürmer mit den Sprints ab und auch als Verteidiger ist er schneller als unsere Stürmer. Also, ich weiß es nicht, was ich falsch drücke. Ich drücke auf jeden Fall den Sprint. Das sieht man, denke ich, auch, wenn ich renne, aber seine sind halt schneller. So, Bishop mit dem nächsten Save. Hier gibt es heute nicht so ein Standardtor. Hier sind nur zwei andere blöde Tore gefallen. So, nochmal blocken. Jawohl. Immerhin. Orpik nochmal rausbringen. Ja. Das.
Hupala. Das war wohl nicht ganz so dolle, wa? Drücken wir nochmal, gehen ins Hauptmenü. Eine Niederlage. Wenig Punkte. Schade, ärgerlich. War mehr drin, unsere Bilanz 1-2-0. Ja, wenigstens die Liga halten, das ist ja noch drin. Also das sehen wir dann im nächsten Spiel, wie wir uns da noch schlagen. Laden wir erstmal hier die Zentrale. So, da seht ihr es. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich guckt ihr auch in der nächsten Folge dann wieder zu, wenn es in der Liga 5-4 weitergeht. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.